so ein schüchterner Typ, das ist, wenn ich jetzt mit deiner Tour muss, was kann ich da machen? Das ist auch mal drauf. Skatfreunde, ich habe den Mann der Stunde. Jeder will ihn, aber ich habe ihn. Mike, amtierender neuer Skat-Weltmeister 2018. Danke, danke. Sag uns, wie lief das Finale für dich? Das Finale war super spannend. In der ersten Liste mache ich normalerweise 4 Punkte, wenn nicht im Gegenspiel viele Spiele abgeschenkt werden. Also es war hoch emotional. Ich gehe mit 2 Punkten raus. Denke mir, scheiße, 2 Punkte ist schon verloren, jetzt wird's schwer. Das heißt, selbst in so einem Feld, in so einem Finale, ganz viel Nervosität, Spielfehler? Sehr, sehr viel Nervosität, sehr, sehr viele Spielfehler. In der 2. Liste wurde sich 3-mal verworfen. 3-mal verworfen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dürfen wir das eigentlich ausplaudern? Bei der Skat-Weltmeisterschaft im Finale und die Leute können nicht Skat spielen oder was? Es geht nicht um nicht Skat spielen, aber die Nervosität ist so hoch, dass wirklich Fehler passieren, wo man gar nicht dran glauben kann. Perfekt. Und 4. Serie, 5. Serie, da hast du doch gemerkt, dass du ganz vorne dabei bist. 4. Serie war ganz entscheidend für mich. Hab 900 Punkte, zweitbester 600 Punkte, bin 300 Punkte vor mit 4 Tischpunkten. Jetzt spannendes Spiel, das tun wir auch gleich in die Skat-Community reinbringen. Hab in Vorhand 2 alte, 3 Asse, kommt Passe, Gegenspieler Markus Born und Ari Burgers. Ich finde eine 10, hab jetzt in der Karte Ass 10 in Herz, Ass Dame Lusche Karo, Ass Lusche Pik und Lusche Lusche Dame Kreuz, 2 kleine Jungens, entscheide mich jetzt 6 Punkte zu legen und den krank zu spielen mit Bauernaufschlag und verliere. Bauernaufschlag, auf jeden Fall eine verwegene Entscheidung. Na, wär sowieso nicht gegangen. Wenn ich mich für den Kreuz 5-Trümpfer entscheide, der natürlich auch nicht so schön ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, Trumpf 3-3 werde ich immer gewinnen. Jetzt wurde die Liste auf einmal noch richtig spannend. Konnte aber am Ende des Tages noch relativ locker für mich entscheiden. Yeah.
So, und damit ihr wisst, dass der Weltmeister nicht unnahbar ist, ich habe mir in der letzten Serie ein Spiel verloren. Und zwar nur, weil ich nochmal einen Showzug machen wollte bei 54. Ich habe noch einen Ass zum Abspielen, verguck mich aber. Jetzt schiebe ich aus Versehen den falschen Mann rein, anstatt einfach nur meinen Ass abzuspielen. Und ich sage euch, Leute, wenn ihr auf 54 steht und habt noch einen Ass, spielt's einfach ab, macht keine Faxen und alles ist schick.